Reno wollte ich noch kaufen. Bist du eigentlich... Achso, nee, alles gut. Hm? Alles gut. Es reicht tatsächlich noch für einen... Mit der Subventionierung könnte ich mir tatsächlich noch einen Schafstall kaufen. Ja. Schon krass. Ja, aber ich brauche auch noch einen Anhänger für die Zuckerrüben. Hans. Was kannst du mir denn dafür einen Anhänger empfehlen? Die Zuckerrüben. Jo. Wie viel, Karotten habe ich ja. Also ein Universalanhänger. Wie viele Leute brauchst du da so im Durch? Ich glaube, da kommen viele Karotten runter. Sehr viele. Keine Ahnung, sag mir halt mal was. So 30.000. Also wenn es sehr viele sind, dann 60.000 Liter. Na, 30.000 oder so sollte schon haben. Hm. Aber sollte auch zu meinem Ding passen. Zu meinem Lamborghini. Also, hier so ein ganz roter zum Beispiel. Hm? Ganz rot und weiß passt doch. Von was reden wir denn? Welche Marke? Ja, Anhänger. Welche Marke? Denken wir mal nach, was ist welche Anhängermarke? Annaburger. Nein, ist es nicht. Was gibt's denn da noch rot und weiß? Krampe. Ja. Aber das ist doch nicht weiß, ist doch schwarz, das Fahrgestell. Er ist rot, das Fahrgestell. Das Fahrgestell ist rot? Echt? Jetzt gesagt, ja. Fahrgestell ist rot. Einfach wirklich aus dem Kopf raus und die der Ding hinten ist rot. Die Mulde ist rot. Mhm. So. Ey, wenn die jetzt gleich noch Übung machen da, mhm, und ich zum Harry fahren muss, muss man extra beim Shop lang fahren. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie viel Schafe ich hier drin habe. Ich geh mal zu denen, guck mal, was sie so machen. Frag mal, wie lange die noch brauchen. Ich frag die mal, was sie so machen. Bis gleich. Bis gleich. Hey? 70 wahrscheinlich eher. Und nicht 80. Okay. Aber dann hole ich jetzt noch die vom Harry, die Küchen, und dann war's das. Gucken, ob der uns noch ein bisschen Kohle abdrückt. Ich fahre mal einfach kurz. Auf dem Rückweg sammle ich ihn dann wieder ein. So, jetzt Holsteiner Kühe noch.
Holstein. Ne, Moment. Muss ja wieder die Rechnung an Harry schicken. Hä, der hat auch Schafe? Okay. So. Oh, ganzen Tag mit dem LKW unterwegs, ey. Bin ich froh, wenn ich heute Abend nicht mehr im LKW sitze. Sondern zu Hause auf dem Sofa. Ich hab's aber. Was soll denn das hier? Raus da! Das ja, ist ja. Eine Übung. Also der Hans-Peter hat gerade für eine Übung gesorgt. Ja, ja. Die wollten ja eben und dann habe ich eine Auto. Übung gemacht. Ja, wie komme ich hier jetzt durch? Gar nicht, hier ist gerade gesperrt. Ich zeig dir das mal runter, ja? Nein, hör auf, das ist mit Harry sein LKW. Oh, Müller, mach mal weg da! Ey! Hier ist gesperrt! Bleib stehen! Müller! Ach, sorry! Baruna, so. Kämpfst durch! So! Tschüss! Geh mal weg da! Tschüss! Guck mal bitte rechts, ob's passt! Bye bye, happy great time! Ja, ja, passt! Dein passt, Alter! Aber mir passt alles! Ist aber auch schon im Straßengraben! Mein passt ist es auch noch, wenn Funkenschlag gibt. Hans, kommst du mit oder nicht? Nee, ich ist hier gerade so lustig. Okay, Hans, ciao. Dein Pass liegt. Okay. Bin ich denn auch mal los hier? Gut, dann fahre ich jetzt voll dem Harry die Kühe hoch. Machen wir, glaube ich, auch für heute Feierabend. 16.15 Uhr. 16.30 Uhr. Alter, diese Bäume, ey. Das kommt alles nur durch Dings da, hier. Seasons. Wenn die gewachsen sind, ey, wie soll das denn dann werden? Thank you.
So, Harry. Jo. Ja, warte mal. Meine Dinger hier aus, der verpestet sonst die Luft. Wo bist du jetzt hin? Also. Drei Ladungen habe ich dir gebracht. Jo, das passt soweit. Gut. Ujo. Ujo. Schönes Kühlein hier. Jo. Ist ein bisschen krass. Nee, okay. Was habe ich jetzt? Was ist meine Palettengabel? Ah ja, okay, hat er wohl hier. Ah, hier. Hier hat er seinen Schafstall. Ich wusste nicht, dass der auch Schafe hat. Aber irgendwie machen die auch gar nichts hier. Ah doch. Hey. Wo hat denn der seine Wolle? Wo sind die jetzt? Harry? Ja? Was ist mit deinen Schafen los? Machen die keine Wolle? Die habe ich nur letzte Woche erst gekauft. Ah, okay. Ist da Wasser drin? Jo. Komisch. Ja, muss ich mir... Hühner? Ja. Hey, du hast die letzte Woche gekauft? Ja. Aber da steht 0% Wolle. Das kann eigentlich nicht sein. Warte mal. Okay. Wie alt sind denn die bei dir? 1,1 in der ersten, 1,2, 1,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Und war nur ich habe nur Merino, ja. Ja, ja, das habe ich ja. Manche haben 52 Kilo, manche noch 50 und 80% Gesundheit. Ja, manche haben 85%. Naja. Okay. Gut. Hat Spaß gemacht für dich, die Kühe zu fahren. Glaube ich dir. Jo. Jo. Deine Hühner produzieren auch was? Habe ich noch keine. Ach so. Okay. Ja, das kostet. Ja, 6 Euro ein Huhn. Ja, ist ja günstig. Okay. Das muss ich mal Weizen. Ach so. Bekommen. Ja. Okay. Ja. Jo, ich war den ganzen Tag unterwegs, ne? Ja. Kurz. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Oh, war das von dir? Eine Brieftasche musste ich mal raus, ja. Ja, vielen Dank. Ja. Das freut mich ja natürlich. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Passt. Und bis nächste Woche, ja? Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Harry hat mir 5000 jetzt nur überwiesen. Das ist ein guter Preis für das, dass ich mir den Auftrag selbst gegeben habe. Aber, jo. Hä? Ach, der hat wieder hier. Bis nächste Woche. Tschüss.